Ja, wir sind heute so Gast hier beim Boxring Eintracht in der Robert-Havemann-Straße. Eine alte Halle von der WORI unterstützt für das Projekt hier. Und das ist das Projekt Boxen statt Gewalt vom Boxring Frankfurt-Oder. Und es gibt es seit 1996 hier. Und man muss sagen, man sieht hier rege Beteiligung. Im Schnitt 20 Freizeitboxer, die immer Donnerstagabends hierher kommen. Alte Boxgrößen geben sich hier die Klinke in die Hand. Thorsten Koch, selbst erfolgreicher Boxer, ist jetzt wieder als Trainer eingestellt. Und ja, Boxen statt Gewalt heißt, viele Kinder und Jugendliche von der Straße wegholen, hier in den Verein zu bringen, um sich sportlich zu betätigen. Ist eine tolle Sache. Und wir freuen uns, dass Harald Lange heute hier ist und Blacky als Trainer hier ist und Thorsten als Trainer. Denn nächste Woche findet hier an der gleichen Stelle ab 18 Uhr der 30. Talk im Kiez statt, wo der Uli Wegener, einer der erfolgreichsten Trainer des Ostens und sein langjähriger Schützling und BWO-Weltmeister Arthur Abraham zu Gast sind. Und da wollten wir heute einfach mal einen kurzen Einblick schaffen, was hier so alles losgeht. Wir befinden uns hier im Boxschwimmen vom Boxring Eintracht. Frankfurt-Oder, ja. Und ich habe hier an meiner Seite den Gründer des Projekts Boxen statt Gewalt. Und auch in Berlin hat der Boxring Berlin, ne? Boxring Eintracht Berlin. Boxring Eintracht Berlin. Und Harald Lange, ich begrüße ihn recht herzlich. Und meine Frage, Harald, seit wann gibt es dieses Projekt Boxen statt Gewalt? Also seit 1994 in Berlin und seit 2006 hier in Frankfurt-Oder. Der Grund, warum du es damals ins Leben gerufen hast, vielleicht kannst du es muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich wollte es gar nicht. Es lag nicht in meinen Kräften, aber ich hatte ein Unternehmen, das hat ein bisschen Geld verdient und da habe ich gesagt, nun kann man ja ein bisschen was abgeben. Das war der Grund, deshalb habe ich es gemacht. Und da man mich kannte in Marzahn, hat man mich natürlich auch angesprochen. Ne? Und dann haben wir es gemacht, in einer Kita angefangen. Echt? Ja. Und in Marzahn ist auch ja dein Hauptstudio, dein Hauptprojekt. Genau. Neben der Gärten der Welt. Neben der Gärten der Welt. Und ja, wie viele Leute trainieren dort? Also da haben wir um die 300 Leute. Um die 300 Leute. Ja, wann kam die Idee, in Frankfurt-Oder durchzustarten? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das war 2006 und da hat mich der Darius, wie heißt er nochmal, der Wirtschaftssenator hier von... Wie hieß der? Der ist jetzt in Fürstenwalde Geschäftsführer. Ich weiß es nicht. Nee. Aber der hat die Idee gehabt, ja? Ja, ja, der hat die Idee mit Herrn Schild zusammen. Okay. Der Geschäftsführer also ist das hier, von der Wohnungsbaugesellschaft. Ja. Und die haben euch hier sozusagen, euer Quartier hier? Die haben dieses Quartier erschaffen letztendlich. Mit Hilfe mit uns auch, ne? Letztendlich hat jeder angepackt. Um das so herzurichten, wie es ist. Ja, wie viele Mitglieder sind in Berlin ungefähr und wie viele sind hier in Frankfurt-Oder? Ich weiß, dass hier in Frankfurt-Oder so um die Mitgliedschaft so um die 70 sind und in Frankfurt-Oder um die 70, ne? Und in Berlin um die 350. Cool, ja. Der Begriff Boxen statt Gewalt, ist das so, dass wirklich dadurch auch viele eine Heimat finden, die vielleicht sonst auf der Straße irgendwo sich prügeln wollen? Ich würde sagen, ja. Aber ob es was gebracht hat, weiß ich nicht. Du bist ja selber. Wir hatten ja auch schon Jungs gehabt, oder die leben heute schon nicht mehr. Das stimmt, ja. Ja. Aber vielleicht kannst du mir mal einige von den Aktiven sagen, oder Schützlingen sagen, die es wirklich auch zu was gebracht haben. Ja, da gibt es einige. Und zwar von den Mädels, wie heißt sie? Warner, sehr bekannt. Ja. Ornella Warner, sie ist immerhin Amateur-Weltmeisterin geworden. Und dann gab es eine Azize Nimani, die von uns kam. Die ist immerhin Vize-Europameisterin. Ja, und dann hatten wir voriges Jahr, war die Olympischen Spiele, waren voriges Jahr, ne? Ja. Nee, war die Sommer-Olympischen, ja, ne? Da haben wir zum Beispiel einen Teilnehmer gehabt. Dabei. Sehr gut, ja. Nur nicht geholt, schade, aber ansonsten trotz alledem eine Teilnahme, ne? Ja, Frankfurt und Berlin boxerisch oft miteinander verbunden. Und es gibt ja hier sogar einen Trainer, der jetzt auch hier Trainer ist, der bei dir auch angefangen hat. Wer ist das? Einer von den Brüdern. Ja, Falk Huste. Ja. Falk Huste, der hat als 10-Jähriger bei mir angefangen. Mhm. Damals hatte ich ja noch zu DDR-Zeiten letztendlich, die 22. Mhm. Oberschule hieß. Wir waren die Kampfsportgemeinschaft aller Schulen. Das habe ich denn damals gegründet und da unter anderem habe ich den Kai Huste mir geholt und letztendlich auch Falk Huste.
Der Falk ist immerhin Vize-Weltmeister geworden. Ne? Und jetzt Trainer hier am Schluss. Und Trainer und das hier. Und der Kai Huste ist zumindest der einzige Europameister geworden. Und der letzte Trainer war noch der Kalle Krüger von euch. Ja. Aus Frankfurt-Oder. Na, Kai trainiert ja jetzt auch Nina Meinken, die ist auch sehr Weltmeisterin jetzt gewesen vor kurzem. Das stimmt, ist schon ganz nett. Ja, bedanke mich für die kurzen Ausführungen zu dem Projekt und weiter so. Und ja, vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Danke. So, ja, ich begrüße an meiner Seite Thorsten Koch, wirklich lange, jahrelang erfolgreicher Boxer des ASK Vorwärts. 1986 war er Weltcupsieger und 1985 Vize-Europameister. Welche Gewichtsklasse? Leichtgewicht. Leichtgewicht. Und ich kann mich ganz genau erinnern, ich habe selbst vom TV gesehen, weil mein Kumpel Micha Stachowitz war eigentlich sein Gegner national. Und wie war immer so die Duelle mit Micha? Micha war ein ganzes Stück kleiner gewesen, auch, aber war eben sehr gefährlich, war unheimlich schnell auch. Also da musste ich wirklich alles aufbringen, um Micha überhaupt so, sagen wir, weghalten zu können und auch einen Schach zu halten. Ne? Habe allerdings einmal verloren, das war beim Chemiepokal, ich weiß gar nicht, welche Jahr das war, aber habe dann natürlich auch mal wieder gewonnen gegen ihn. Aber es war immer so, war einer der Leistungsträger in unserer Gewichtsklasse und also nie zu unterschätzen. Ja, dein Trainer, der ist jetzt gerade los, der musste noch woanders, hat einen Termin. Ja. Der Dietrich Bleck war dein Trainer gewesen, selbst jetzt hier auch noch Trainer, Senior Blecki. Mhm. Wie bist du eigentlich hier zum Boxring? Na, war so gewesen, also ich habe gehört, dass Dietrich Bleck hier trainiert oben in der Halle hier in der Robert-Habermann-Straße und bin einfach mal, weil ich in Frankfurt zu tun hatte, einfach mal in die Halle gegangen und zufällig haben sie auch gerade trainiert und da war noch ein Assistenztrainer, der Karl-Heinz Bromark, der auch vom ehemals ASK auch. Und der wollte aufhören, also er schafft es nicht mehr beruflich und so. Da hat mich Blecki, wie er bei uns heißt, gefragt, ob ich die Zeit investieren würde, dass ich hier Dienstag und Donnerstag nachmittag mit trainiere, also 18 bis 20 Uhr. Dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann habe ich es halt, weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, das war bestimmt 2017, glaube ich, 16, 17 habe ich hier angefangen und ja, und bin halt beigeblieben, weil es halt auch eine lohnenswerte Arbeit ist, also das heißt, man hat hier verschiedene Altersklassen, die man hier trainiert, von zukünftig vielleicht sogar mal Leistungsträger bis hin zum Feierabendsport haben wir alles drin und so werden sie auch behandelt. Wie viele Leute habt ihr im Schnitt? Heute sind weniger, aber ansonsten waren wir teilweise schon bis über 20 Leute, was natürlich nicht so gut ist für Training, weil da läuft eine, könnte eine aus dem Ruder laufen, du kannst die Leute nicht so betreuen, wie du willst. Die erwarten ja auch, dass sie ein bisschen besser werden und auch weiterkommen und die mehr sie können, desto mehr macht es ja auch Spaß. Ja, apropos, nächste Woche sind Landesmeisterschaften in der Sittenstadt. Habt ihr dann auch Starter? Wir haben von uns hier niemanden gemeldet, weil wir haben, wie gesagt, wir haben die weg trainiert zum Beispiel oder beschäftigt die Leute, die halt nach der Arbeit herkommen und ehemalige Leistungssportler, die jetzt vom ASK wieder noch ein bisschen was machen wollen. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, die jetzt hier wieder trainieren? Zum Beispiel Eddie, der ist jetzt gerade, der ist weg. Und hier der Florian, der ist bei, ist auch ehemals vom Club. Die anderen beiden sind nicht da, aber die kommen halt von Zeit zu Zeit auch mal her, mal über eine längere Zeit, dann haben sie auch wieder mal Schichten und so. Aber es sind so Leute, die noch ein bisschen abtrainieren wollen und uns hier auch sehr gut unterstützen. Ja, hier hängen, und da sind ja einige Bilder von den Boxgrößen aus Frankfurt-Oder an die Wand gemalt. Henry Maske, selbst mal dein Trainingspartner, gewesen. Kommen die dann öfter noch in die Halle hier? Na, zu gewissen Anlässen mit Sicherheit. Also letztens, als Blecki Geburtstag hatte, haben wir hier auch drin gefeiert. Übrigens, also 80er vor 2 Jahren? Zwei Jahren, genau. Da war dann auch Uli Wegener da gewesen und Arle Angreg und ein paar Trainer aus früherer Zeit. Ja, Henry war da gewesen, Andreas Otto, auch damals zweimal Vize-Weltmeister gewesen. Ja, der war auch da gewesen. Deine Michael Michael Stachowitz war hier gewesen. Ja. Ja, gut, also Kochi, super, danke für die Ausführung. Ja. Alles klar, weiter bitte. Gerne.
So, ich begrüße bei mir jetzt Omi Zigedi, ein Junge aus Afghanistan, der 2015 den Weg von seiner Heimat hierher gebracht hat. Ich kenne ihn schon seit 2015. Er war damals am Anfang ESV-Co-Trainer. Omi, sag mir noch, wie es damals gewesen ist. Wann bist du hier angekommen und wie bist du zum Boxen gekommen? Also ich komme erstmal 2016. Ich habe mich bei Uwe dann in Verein gefunden, da habe ich dann bei SV trainiert, als Co-Trainer, wie Uwe gesagt hat. Bis 2018, da habe ich dann Co-Trainer gemacht und danach dann habe ich Trainerschein gemacht und dann zum Boxen statt Gewalt gekommen. Hier mache ich seit 2018. Omi, du bist ja für mich ein gelungenes Beispiel von Integration. Also du hast ja auch hier einen Beruf erlernt, bist jetzt vor kurzem fertig. Vielleicht, und was machst du jetzt? Vielleicht kannst du mal sagen, seit wann du diese Ausbildung gemacht hast. Ich habe seit 2017 Sozialassistentenausbildung angefangen im Oberstufenzentrum hier in Frankfurt-Oder. Und dann danach habe ich Erzieherausbildung gemacht, 3 Jahre, insgesamt 5 Jahre. Ich bin jetzt ausgelernter Erzieher. Okay. Und arbeite als Fachkraft in einem Träger in Frankfurt-Oder und nebenbei dann auch Trainer. Aber du hast ja selber auch Kämpfe gemacht. Ich war selbst dabei, damals noch für den ESV und hast auch die Landesmeisterschaften teilgenommen. Ja. Dein Endkampf unglücklich verloren, muss ich mal sagen, da werde ich nie vergessen. Machst du jetzt noch, bist du selbst aktiv noch Boxer oder machst du was anderes? Ich habe ja, so wie du gesagt hast, ich habe damals auch Landesmeisterschaft und Stadtmeisterschaft gekämpft und habe auch gewonnen, Stadtmeisterschaft und Landesmeisterschaft, so wie du gesagt hast, war unfair, meine Verlorenheit ja, Boxen, in Berlin bei so einer Punkten oder so. Ja, ist ja Boxen. Aber ich habe Kämpfen aufgehört, weil ich Ausbildung hatte und dann hatte ich nicht so viel Zeit gehabt vor meinen Kämpfen, weil vor Kämpfen braucht man Zeit, Ausdauer und auch sozusagen Zeit. Ich hatte nicht so viel Zeit gehabt wegen Ausbildung, musste ich immer lernen. Deswegen habe ich dann einen Weg entschieden, dass ich Trainer mache und dann durch Trainer auch meinen Boxen beibehalte und auch die anderen Leute auch helfen kann durch Sport. Ja, nun war ja der ESV Boxverein und hier auch Boxen Eintracht sind ja Integrationsstützpunkte. Also du siehst ja, wir haben viele Trainierende von vielen Nationen. Genau. Wie ist das Zusammenleben hier? Also ich sage mal, so wie in ESV damals war, ich war so ein Ansprechpartner, Co-Trainer und bei mir und bei ESV war auch genauso wie hier, da gab es auch keinen Unterschied halt zwischen, keine Ahnung, Deutsch oder Ausländer oder Araber oder dies und das, war Multikulti. Jeder hat Spaß gehabt, das ist das Wichtigste, dass jeder akzeptiert wurde. Wo er kommt und machen gemeinsam Sport. Beim Sport muss er so sein. Ja. Muss er nicht hier so eine Sachen sein, dass sie andere hassen oder so. Muss man akzeptieren und Spaß haben dabei. Das ist wichtig. Und hier bei uns ist auch ganz viele mit Migrationshintergrund. Die machen hier auch mit uns Boxen, richtiger Box. Die kann auch richtig boxen. Mhm. Und ja, die haben Spaß und kommen klar miteinander. Einfach viele Deutsche, viele Tschetschener, Araber, Afghaner, Iraner, Ukrainer. Alle gemeinsam. Geht Omid, voran. Ich freue mich, danke dir. Danke und mach weiter. Gerne. Viel Spaß. Ja, okay. Gerne. Danke. Ja. Wir waren heute zu Gast beim Boxring Eintracht hier in der Robert-Habermann-Straße und wir hatten einen Einblick, wie doch viele Nationen gemeinsam hier Sport treiben und sich fit halten. Tolle Location hier. Nächste Woche startet hier der 30. Talk in Kiez mit unseren Gästen Arthur Abraham und Uli Wegener und wir freuen uns, dass wir hier sein können. Danke.